In einigen Landesteilen ist der Mittwoch total verregnet und trüb. Trotzdem sind die Temperaturen relativ hoch, weil jetzt der Warmlufttransporter angeschaltet wird. Und der kommt natürlich in Gestalt einer südwestlichen Strömung daher. Die Luft kommt aus Spanien über Frankreich. Hier haben wir noch das Hochdruckgebiet Lars, das langsam reinzieht. Ja, und draußen auf dem Atlantik noch ein kräftiges Tief, das natürlich auch für diese feuchte Luft verantwortlich ist. Und wenn wir mal Richtung Spanien schauen, da haben wir knapp an die 20 Grad schon in Madrid auf rund 1000 Meter hoch gelegen. Natürlich in den tieferen Lagen geht es über die 20 Grad und mit dieser Warmluft geht es dann in den nächsten Tagen bei uns weiter. Die Höchsttemperaturen am Mittwochnachmittag bei uns, die erreichen immerhin am Rhein entlang 15 Grad, im Osten auch an die 15 Grad, nur an der Küste und in den höheren Berglagen, da ist es natürlich ein paar Grad kälter. Und wir sehen an der Animation, dass uns dieses Regengebiet langsam von West nach Ost überquert. Davor haben wir am meisten Sonnenschein rund um Berlin, Brandenburg, Sachsen, Thüringen mit bis zu 6 Stunden insgesamt und im Westen und Südwesten oftmals gar nichts. Und genau hier startet der Regen schon am Vormittag recht kräftig, vor allen Dingen Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und hier Teile Oberbayerns. Da haben wir auch Aquaplaning-Gefahr auf den Straßen, also bitte Vorsicht. Im Osten nach Frühnebel freundlich, da kommen dann am Nachmittag langsam die dichteren Wolkenpakete an, aber es bleibt trocken und im Westen und im Süden sowie auch teilweise im Norden hier Schleswig-Holstein, da lässt der Regen dann im Laufe des Tages so ganz, ganz allmählich nach. Der Wind teilweise kräftig, er kommt überwiegend aus westlicher bis südwestlicher Richtung, vor allen Dingen an der Nordsee pustet er ordentlich, im Süden ist es meist nur schwachwindig.